Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cerisa and the Lost Demon. Nachdem wir beim letzten Mal ein richtig cooles Rätsel von den Feen gestellt bekommen haben, wo Cheshire in einem, naja, sagen wir Hamsterball, uns durch mehrere Hindernisse transportieren musste. Und ja, wir haben ein paar neue Punkte. Und können vielleicht mal ein bisschen leveln. Damit würde ich jetzt gerade anfangen. Ich mag die Musik hier sehr gern. Obwohl die genauso gut in einem französischen Café spielen könnte. So, was könnten wir denn zum Beispiel leveln? Absorption, Magie wieder auffüllen. Klingt doch eigentlich zum Beispiel recht logisch und schön. Maybe. Sie erinnern mich immer an so eine kleine Ballerina, wenn sie da vor dem Spiegel tanzen übt. So, was kann denn Cheshire ja lernen? Aufgeladen Angriff hat er ja, den Haps hat er. Dafür braucht er erst diese Knospe. Plüschprügel! Das habe ich doch gelernt. Also ZR, das hat es beim letzten Mal leider nicht gemacht oder es ist mir nicht aufgefallen. Beim Items fallen lassen klingt auch irgendwie lustig. Hey, have some. Fütterungszeit. Er wirkt dann immer so fröhlich nach dem Futter. Konter kann er. Mehr Abwehr finde ich auch okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Suche nach diesen Knospen. Eine dürften wir zumindest erreichen können. Also wenn wir der Karte folgen und trauen können, müssen wir hier nur ein kleines bisschen zurück und danach rechts. Da hoch? Kommen wir hier durch? Wir kommen hier leider nicht durch. Warum mit Cheshire ja nicht? Nee. Dann dürfen wir vielleicht einfach noch gar nicht dahin. Okay. Dann wohl erst später. Ich würde noch mal ganz kurz speichern, weil wir jetzt gerade gelevelt haben. Das dauert ja auch zum Glück nicht lange. So, und allgemein sind wir ja immer noch auf der Suche nach dem weißen Wolf. Der uns offenbar zu den Elementarkernen führen soll. Die wir zerstören müssen, um den Jungen zu retten, der uns im Traum erschienen ist. Folge dem Wolf und finde den Elementarkern. Den ersten. Da bin ich ja auch schon gespannt, wie das Kämpfen da funktioniert. The wolf was getting away and Cheshire was not happy about it. I'm going as fast as I can. We'd be able to move a lot faster if you would give me a ride on your back. The demon said nothing. His glare was all the answer Cereza needed. That's what I thought. So, natürlich sollen wir nicht auf dem Dämon reiten. Ich meine, er hat ja Würde. Und ist stolz. Und kein Reittier. Man kann doch nicht einfach auf einem Dämon reiten. Oh, das sieht nach einer Arena aus. Where did that wolf run off to now? What's that over there? Let's go check it out. Aber vorsichtig bitte. Ah!
ich hab doch gesagt, Arena. Treuer Beschützer vom Morach. All of a sudden, a tough-looking fairy appeared out of nowhere. Cerisa was startled, but tried to regain her composure. Why don't you flock off already and leave us alone? Oh, der... der hat diesen Haken an seinem Schild, den wir auch schon bei verschiedenen Türen gesehen haben, durch die wir noch nicht durchkamen. Cheshire let out a sigh as he pushed past Cerisa to face down the fairy. Who's gonna be the appetizer? And who shall I save for dessert? Roared Cheshire, his mane rippling and claws extended. Egal wie das ausgeht, Cheshire ist schon eine coole Sau. Oh Gott. Ja, you're getting punished. Oh Gott. Erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Die Steuerung, dass man zwei Charaktere spielt. Alter. Schwierig. Ich wollte eigentlich erst den Kleinen. Theoretisch doch jetzt fesseln. Dann kannst du gar nichts mehr tun. Wo bist du? Der Gegner scheint auch mehrere Karten zu haben. Ich nehme dich wieder mit. Okay, die lassen auf jeden Fall Sachen fallen, die sehr nützlich sind. Bleib da. Lass dich von mir auffressen. Das war gut. Zumindest für uns zwei. Na, perfekt würde ich es nicht nennen. Wir haben zwei Tränke verbraucht. Aber wir kommen auch so viele Tränke, also von daher... The path continued to a line of arching trees which had grown together to form a tunnel. Could it be that the fairies were trying to protect this place? Yes! Blüte der Lebenskraft. Großes Juwel in Form einer Blume, geformt aus Blättern der Lebenskraft. Soll unzerstörbar sein und ein langes Leben verleihen. Wir haben einen neuen Lebenscontainer, praktisch. Yay! Dann scheint das der erste größere Boss gewesen zu sein. Lief dafür doch recht gut, auch wenn wir zwei Tränke verbraucht haben. Einmal einen, um uns zu heilen, einmal, glaube ich, um Cheshire zu verstärken. Zumindest war es so geplant. Ich hoffe, ich habe dafür auch den richtigen Trank benutzt. Ich halte sie immer noch nicht für so eine kluge Idee, den Jungen zu retten. Zwingend.
Oh, wie schön. Wenn sie jetzt ihren Grund haben, warum die Feen ihn so eingesperrt haben. Mit 4 Elementarkernen praktisch versiegelt. Hallo. Ach, ist das schön hier. So eine Höhle einfach aus Ranken. A strange orb atop a pillar. Could this be the elemental core of which the boy in Cereza's dream had spoken? Before it stood the white wolf. Just as Cereza took a step towards the pillar to investigate. Nein, Dämonchen! Du darfst sie nicht töten, das weißt du schon. Wait! What are you doing? Leaping from Cereza's grasp, Cheshire lunged towards the wolf. Stop running and tell us how to get that power already! Cheshire was fed up with this wild wolf chase. He wanted answers. Cheshire! Stop! And listen for a second! Ungeduldig ist aber auch. Schwieriger Junge. Missing his mark, Cheshire's claws struck the elemental core instead. All was quiet until. Toll, und das hast du jetzt davon, Cheshire, ja. Wobei, ich glaube, das war, glaube ich, das, was wir sowieso machen sollten. Aber trotzdem. Deine Ungeduld hat jetzt zur Zerstörung des Kerns gesorgt. Energy poured from the core like a furious whirlpool. Standing in its midst, Cereza felt a strange power flow through her. What was that? I feel funny. Na, wir bekommen eine neue Kraft. Don't hog the power, girl! Cheshire roared his protest. Wieso sieht das gerade aus wie so eine Katze, die um den leeren Futternapf rennt, während man ihr gerade Futter reinschmeißt? Hör auf, du wirst mich nicht fressen. He wanted his piece of the pie. But what exactly had they released? Vielleicht kriegen wir jetzt die Türen auf. Holz, Cheshire. Du hast den Holzelementarkern zerstört und dessen Kraft erhalten. Drücke Y, um Cheshire in Holz-Cheshire zu verwandeln, was? Holz? Okay, Moment. Das sieht mir eher nach Giftgrün als nach Holz aus. The pair had gained a new ability. Is this it? I can go home now. Cheshire asked excitedly. No, this is something different. We need to smash 3 more of those things before I can send you back. I'm sure this power will come in handy for something too. Diese Ungeduld. Sind alle Dämonen so ungeduldig? That is why we're following that wolf in the first place. Speaking of that wolf, where did he go now? Naja, der Wolf hat erreicht, was er sollte. Wir haben den Kern zerstört. Natürlich ist er jetzt weg. To find the other elemental cores, they first need to find him. I swear, you demons are more trouble than you're worth. Ich denke halt, es sollen Blätter sein, die so um ihn rumwachsen. Aber es sieht mehr nach so Schlamm. Wie so. Wie heißt der Geist aus? Ghostbusters?
Pimmel, sie ist mehr wie so Schleim aus, grüner. The bickering companions left the remains of the core behind them, heading ever deeper into the forest. Holzcheshire Fähigkeiten. Holzcheshire kann mit ZR eine Holzattacke einsetzen. Diese wird dir im Kampf sicher zum Vorteil gereichen. Holzcheshire kann ferner mit R die Zunge ausstecken und Objekte greifen. Wie so ein Chamäleon, cool. Halte R weiter gerückt, um ein Objekt zu ziehen. Damit kriegen wir die Türen auf. Elementartalente verbrauchen Magie. Achte auf die Anzeige über Cheshires Kopf. Im Knuddelmodus stellst du Magie wieder her. No, Knuddeln! Also ganz viele Knuddeln, Cheshire. Darauf freust du dich doch bestimmt schon. So, kriegen wir auf jeden Fall die Türen auf. Holzenergie absorbieren? Ja, ich wollte Holzenergie absorbieren eigentlich. Wieso tust du das nicht? Ach, links. Sorry. Magie steigern. Drücke L, um im Wald gefundene Elementarenergie mit zu dieses magischem Armreif zu absorbieren. Wenn du von dieser Energie genug absorbierst, wird deine Magieanzeige erweitert. Okay, cool. So, wir sind jetzt aber auch wieder auf der Suche nach dem Wolf. Ich bin hier gespannt, wie lange der uns noch entkommen wird. Die Musik hier ist sehr schön. Sehr heiter, muss man sagen. Erinnert mich an den Sommer. War nicht mehr ganz so mystisch wie bisher. Und auch, dass hier die Sonne mehr strahlt, verstärkt natürlich den Eindruck. Ja. Schießen. Zunge. Da. Aber so groß kann ich dich ja nicht mitnehmen. Also, komm her. Füttern mir deine Magieanzeige mit etwas Knuddelei auf. Werfen? Ah, da hochwerfen. Hallo Vögelchen. Tschüss Vögelchen. Das hat wirklich was von einem Chamäleon einfach. Die Feen sahen jetzt gar nicht so böse aus, sondern eher als würden sie gezwungen werden. Von dieser seltsamen, dunklen Gestalt. Böse zu sein. Oder sie wollen diese seltsame, böse Gestalt fernhalten und das können sie nur durch die Kerne. Kapitel 4, Cerisas Entschlossenheit. Auf jeden Fall scheinen wir ihnen mächtig Ärger gemacht zu haben. Schattenhafte Fee. Anführer der Feen? Eine unheimliche Gestalt, die ebenso schnell aus dem Schatten auftauchen kann, wie sie wieder darin verschwindet. Er hat das Kommando über zahlreiche Feen von Avalon und scheint sich für Cerisas und Cheshires Aufenthaltsort zu interessieren. Oh oh! Dann sollten wir uns beeilen, dass wir hier weiterkommen.
bei der nächsten Möglichkeit, beim nächsten Aufenthaltsort, sollten wir unsere Tränke auffrischen. Dringend. Bam, 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 bam. Ah, und da sind wir schon. Schön. Also, Tränke auffrischen. Ein Heiltrank. Oder kann ich mir meine Heiltränke machen? Ich habe einen verbraucht, also stelle ich einen auch erstmal wieder her. Und der Dämonennebel machte was nochmal? Gewährte Unbesiegbarkeit und schnelleres Zaubern von Umbra-Künsten. Dämonennebel. Parfüm in einer Halbmondflasche verleiht Cheshire vorübergehend endlose magische Energie. Das Ohnmachtsgemisch ist wahrscheinlich auch gar nicht so zu unterschätzen. Das sollten wir auch immer dabei haben. Und den Mond habe ich halt einmal verbraucht, den sollte ich auch nochmal nachherstellen. Habe ich nicht, kann ich nicht. Okay. Stimmt, den Dinger müssen wir ausweichen. Wir haben bald mehr magische Energie. Nein, du sollst dich verwandeln. Und dann sollst du ziehen. Oh, das hat was von einem Frosch. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber Chamäleon auf jeden Fall auch. Chamäleon und Frosch. Eine interessante Kreuzung. Cool. Ich meine, ich folge dem Weg jetzt. Wir können ja jetzt jederzeit auch zurückgehen. Und alles sammeln, was da noch so rumliegt. Oh. Ja, Cheshire, ich glaube, du kannst ja gleich deine Energie nochmal neu benutzen. Magie wiederherstellen. In Knuddelmodus füllt sich die Magieanzeige schrittweise wieder auf. Wechsle in diesem Modus, wenn dir die Magie ausgeht oder du einfach Bock zum Knuddeln hast. Magieanzeige. Normalerweise nimmt Cheshire das Magieanzeige ab, wenn er spezielle Fähigkeiten einsetzt. Aber wenn du entspannt spielen willst, wähle immer voll. Nee, normal. Nimmt denen das einfach das Schild weg und ballert ihm das praktisch um die Ohren. Das ist ja mega. Also der Mond ist die Magieanzeige. Dann würde mich aber interessieren, wo dann die Lebensanzeige ist, denn die war ja normalerweise über seinem Kopf. Hier folgen wir dem einfach mal. Ah, hier. Durchschlüpfen. Dafür musst du dich klein machen, verstehe. Wir waren schon mal an so einem Tor und da kamen wir da nicht durch. Ich meine, weil wir es wahrscheinlich noch nicht wussten oder es nur von einer Seite geht. Wie
wie so eine Schote, die wir einfach aufziehen. Wie cool. Und da sind Steine drin. Ein neuer Archiveintrag. Biologie-Aufzeichnungen 4. Ich bin auf die möglichen Überreste eines Zeltplatzes im Wald gestoßen. Womöglich bin ich doch nicht der erste Mensch hier. Und was noch viel seltsamer war, auf dem Boden fand ich dort ein zerknülltes Flugblatt, das ausgerechnet einen Zirkus anpries. Es wird doch nicht etwa jemand auf die Idee gekommen sein, an diesem mysteriösen Ort ein Zirkuszelt zu errichten. Nein, dieser Gedanke ist dermaßen absurd, dass ich mich dafür entschuldigen sollte, ihn überhaupt zu Papier gebracht zu haben. Wenn ich allerdings tatsächlich auf einen weiteren Menschen in diesem Wald stoßen sollte, werde ich viele Fragen haben. Wie auch immer, genug des Unsinns, zurück zur Pflanzenwelt. Unlängst habe ich eine Pflanze entdeckt, die wie eine riesige Erbsenschote aussah. Zudem verfügte sie über eine kleine Spitze. Und was geschah wohl, als ich mir mit aller Kraft daran zog? Die Schote platzte auf und heraus fielen große Mengen an Feenkonfekt. Stammt das süße, leuchtende Konfekt etwa wirklich von dieser Pflanze? Nein, das scheint nicht ganz richtig zu sein. Ich erinnere mich daran, bereits andere Pflanzen erblickt zu haben, die ebenfalls besagtes Feenkonfekt produzierten. Vielleicht ist dieses Konfekt in Wahrheit irgendeine Art kristallisierte Energie, welche das hiesige Ökosystem ganz natürlich hervorbringt. Und wenn dem so ist, bedeutet das etwa, jene süße Masse ist reich an den Nährstoffen dieses Waldes? Das würde sicherlich erklären, wieso die Feen so verrückt danach sind. Okay. Da haben wir es auch nochmal gehört mit der Erbsenschote. Wieder ein neuer Gegner. Ein Clown. Das wird doch sicher spaßig. Clowns sind doch immer spaßig. Ich hasse Clowns. Ich habe Angst vor Clowns. Pause vom Joker. Den hasse ich nicht. Den finde ich cool. Clown-Lehrling Amadan. Oh ja, du siehst voll spaßig aus. Stop it! Give me a break. Ich war doch noch gar nicht fertig. Lass mich doch erst noch ein bisschen da umsehen. So ein paar mehr Rosenblätter können doch nicht schaden. Durch die kann ich einfach durchrennen. Eigentlich tun mir die Rosen voll leid, weil die so schön sind und wir zerstören sie einfach. Aber nun, sie helfen uns halt dabei zu leveln, also müssen sie wohl oder übel dran glauben. Ja, wie weit darf ich denn ran? So, okay. Diese Pflanzen erwischen mich leider immer. Cheshire, es wird Zeit, dass du wieder grün wirst. Ich finde es übrigens toll, dass Cheshire dann auch in unseren Armen so grün ist. Auf das Hotel wurde Wert gelegt. So ein schönes Spiel. Nicht nur die Musik, auch optisch. Ich liebe den Grafikstil einfach. Kann ich gar nicht anders sagen. Ich meine, es ist mal was anderes. Und es ist so wunderschön einfach. Hier komme ich noch nicht durch. Oh, ja, Cheshire.
Hau ihm das eigene Schild um die Ohren. Sehr schön. Das hier erinnert mich jetzt an ein Baumhaus. Da komme ich aber nicht hoch. Noch nicht. Das ist alles auch ein bisschen wirr. Oh nee, nicht wieder die Feen. So, da steht wohl die nächste Herausforderung an. Kampf oder Rätsel ist jetzt die Frage. Sieht nach Rätsel aus. Ja, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch wieder eine Mischung aus beidem. Jagd. Da bin ich doch mal gespannt. Also gehen wir mal zur Jagd. Du gehst darüber. Ich liebe das mit diesen Zahnrädern und Mechanismen. Mit den Ketten auch, was hier so oft verwendet wird. Ui. Okay. Getrennt. Getrennt bewegen. Das ist ja an sich für mich schon so eine Schwierigkeit in dem Spiel. Irgendwie bin ich damit voll überfordert. Oh nee. Okay. Alter, nicht gut. Nicht gut. Oh Gott, nee, wir sind viel zu langsam. Oh Gott. Nein! Oh Gott. Wieso bin ich so schlecht darin? Geht weg! Bitte nicht nochmal. Oh Gott, ich hasse doch Dinge unter Zeitdruck. Und vor allem, wenn ich mit der Steuerung noch so gar nicht zurechtkomme. Mit dieser getrennten. Bin auch nicht vorbereitet. Aber es scheint nicht das letzte Mal gewesen zu sein. Fürchte ich. Das wäre erst die erste Stage. Vielleicht war es doch schon alles. Ich meine, wir haben hier die Kiste stehen. Ihr sagt normalerweise immer, ey, ihr habt's geschafft. Yes! Yay, ein neues Lebenskraft. Plättchen, das uns einen neuen Behälter gibt. Wir haben 4 jetzt schon. Oh, das war's tatsächlich schon. Das war das Schlimmste bisher. Einfach weil ich mit dieser Steuerung eigentlich so gar nicht klarkomme. Also echt Schwierigkeiten zumindest habe.
dann unter Zeitdruck? Och nee. Ist aber schon irgendwie süß, wie die beiden so nebeneinander herrennen. Und er immer auch so ein bisschen zurückguckt auf sie. Ich wollte eigentlich die andere Taste nehmen. Tanz, Syriza. Tanze, als ging es um dein Leben. Sieht immer so aggressiv aus und schmerzhaft, wenn das da aufplatzt. So, zurück im Baumhaus. Und den Bereich haben wir geklärt, zum Glück. Du kannst gern zu mir erstmal wieder auf den Arm. Da unten scheint es aber noch was für uns zu geben. Bevor wir oben im Baumhaus weiterlaufen. Cool. Mehr Rosenblätter. Ja, schön. Ich glaube halt, wir werden niemals ein Problem haben, dass wir nicht genug Punkte haben, um irgendwie zu leveln. Okay, und wir haben nun mehr Magie. Das ist auch schön. Das ist jetzt die andere Seite von der Blume, bei der wir eben waren und nicht rauskamen. Durchkamen zur Kiste. Da oben war doch ein... Komm, das da will ich haben. Jetzt hat das angegriffen. Schön. Können wir jetzt eigentlich wieder hoch? Aber wir kommen nicht hoch, wir müssen außen rum laufen. Aber ja, seht ihr? Cheshire ist halt jetzt auch grün auf dem Arm. Sehr cool. Warum bist du wieder da? Ah ja, wir waren in dem Elfending, Feending. Und dann bist du ja immer wieder da. Schön, dass es da reicht, wirklich ihm das um die Ohren zu hauen, seine eigene Waffe. Ich bin so froh, dass man nicht immer beide Charaktere steuern muss. Das ist ein ziemlich cooles Baumhaus. Oh nee, auch noch einbrechende Holzbretter. Vielleicht aber auch nur, wenn Cheshire draufsteht. Kamen wir denn von hier? Oder gibt es hier noch was für uns? Ne, von hier kamen wir tatsächlich. Nun. Drehen wir eine extra Runde. Wahrscheinlich darf da nur kein schweres Gewicht draufstehen. Und wir sind ja eine Elfe. Wir wiegen ja nichts. Cheshire hingegen, der ist keine Elfe. Okay, die kann man tatsächlich auch zerstören. Du sollst dieses Ding da nehmen. Und aufreißen. Irgendwie fühlt sich das voll befriedigend an, die aufzureißen. Frag mich nicht warum. Ah, und von Bäumen können wir auch essen. Ah! No! Geh weg, du Fiesling!
Okay. Okay, mit der Zunge betäuben geht auch. Nö, du wirst gegessen, nicht gepunished. Yay! Hatte das Ding halt gar nicht gesehen, dass es da stand. Ich war so abgelenkt von den Blumen, die ich einfach nur auslösen wollte. Um in einem Blumenregen zu tanzen. Ich finde es sehr cool, dass man so mit der ganzen Umwelt irgendwie interagieren kann. Ich meine, man kann hier selbst die Töpfe nehmen und zerstören und da ist irgendwas drin. Aber ich schätze, dass wir hier erst später durchkommen. Mit irgendeiner Steinkraft oder so. Zähnchen bleibt doch stehen. Hab gehört, du hast was Schönes für mich. Zahnfee. Ich meine, wir sind im Wald der Feen und das ist ein Zahn, also ist es wohl die Zahnfee. Noch so eine Schote. Yay, gib's mir. Reiß mich auf. Schreit die Schote. Hier ist der Wolf also lang. Ich frag mich ja, wie der die Liane hier hochklettern kann. Die Ranken. Lianen ist das falsche Wort. Ranken. Wie er die Ranken emporklettert mit seinen Pfoten. Ein sehr geschickter Wolf, offenbar. Ey, du Unruhestifter! Verschwinde! Die Strahlen kreuzen. Und fressen. Da habe ich leider mehr Schaden genommen, als ich gerne genommen hätte. Aber bisher läuft es eigentlich ganz gut. Ich war jetzt noch nie so wirklich im Bedrängnis sehr stark. What could that be? Cerasa spotted something that looked like fruit. Looks good. Quick, let's go get it. Okay, Tisha will das unbedingt essen, auch wenn es ein bisschen gefährlich aussieht, aber okay. Rein damit. What are you doing? Nein, er hat sie voll gespritzt. Höllenfrucht gefunden. Cheshire! Oh, now my hair's all sticky. Das Grinsen von ihm ist ja wunderschön. Cheshire enjoyed his snack. As Cerasa tried unsuccessfully to squeeze the pulp from her hair. Do you have any idea how important hair is to a witch? Be careful! Oh, all that fur on your head and a fat lot of good it's done you. Oi! The demon's retort was surprisingly deft.
Meine Haare werden noch sehr wichtig. Quiet! I'm working on it. Just you wait. Höllenfrucht. Seltene dämonisch aussehende Frucht aus Inferno, die nur in magiereichem Boden wächst. Teuflisch süß. Lässt Cheshire Talente freischalten. Yay! Geheimnisse des Waldes. Frisst Cheshire Höllenfrüchte, kann er mächtige neue Talente erlernen. Manche Höllenfrüchte sind auf deiner Karte verzeichnet. Andere werden markiert, wenn du erfolgreich Tiernan-Nock abschließt. Items, mit denen Cerisa neue Talente lernen kann, sind auch im Wald verborgen. Nutze deine Karte und finde sie alle. Ich weiß nicht, ob wir alle finden müssen. Ja, da haben wir nichts mehr. Oh, hier haben wir noch Zutaten. Und da haben wir noch eine Rolle. Zum Vorlesen. Umbra Lehrlings Tagebuch 4. In diesem Wald gibt es viel mehr Pflanzen aus Inferno, als ich erwartet hätte. Liegt Inferno irgendwie in der Nähe von Avalon? Die meisten dieser Pflanzen sehen allerdings ganz schön betröppelt aus. Aber wenn man sie mit ein wenig Magie berieselt, wachsen sie im Nu zu voller Größe heran. Dadurch haben sich mir auch einige neue Pfade im Wald aufgetan. Deshalb probiere ich das jetzt bei jeder Inferno-Pflanze, die ich sehe. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich mich nur gar nicht so gut darin aus, welche Pflanze jetzt tatsächlich aus Inferno stammt und welche nicht. Aber einfach jede komisch aussehende Pflanze mit Magie zu überschütten, die mir unterkommt, hat sich bisher als ziemlich gute Taktik erwiesen. Und wo ich gerade beim Thema Pflanzen aus Inferno bin, ich bin vorhin auf eine riesige Frucht gestoßen, die ich bisher nur in Büchern gesehen hatte. Man nennt sie die Höllenfrucht. Und allein der Duft, den sie verstrahlt, ist bereits so süß, als wäre man von einem Berg Lollis erschlagen worden. Ich hatte echt großen Hunger, also habe ich ein bisschen gewagt. Aber das Zeug war dermaßen zuckrig, dass ich meine Zunge fast von selbst verknotet hätte. Das mache ich definitiv nie wieder, Weichei. Zumindest habe ich mich danach total erfrischt gefühlt. Diese Frucht hat also sicher irgendwelche starken magischen Eigenschaften. Wenn sie bloß nicht schmecken würde wie eine Tonne Zucker, dann hätte ich vielleicht was davon mitgenommen. Weichei! Du hast noch nicht richtig Zucker gegessen, wenn dich das abschreckt. So, hier oben entlang. Ja, dann scheint ja zumindest... Ja, ich sehe dich, du kleine Rabauke. Cheshire ja genauso einen süßen Gaumen zu haben wie ich. Absorbieren. Mehr magische Energie. Und wir sind wieder beim nächsten Speicherpunkt. Maybe we can use it to go to places we couldn't before. Ja, garantiert. Nehme ich zum Beispiel diese Tür. Aber ich würde sagen, wir speichern erstmal. Und beenden wohl auch an dieser Stelle diese Folge. Beim nächsten Mal bauen wir Cheshires Fähigkeiten aus und betreten neue Gebiete, in denen wir noch nicht waren und jetzt betreten können mit der neuen Kraft. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.